Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Ich habe gerade in der Aufnahmepause nochmal nachgelesen, wo denn noch Bienenhäuser hin können. Und der Sigi hat es tatsächlich unter einem der Videos geschrieben. Und zwar dort. Die hatte ich tatsächlich noch nicht und die werde ich natürlich jetzt auch bauen. Logischerweise. Die hatte ich tatsächlich noch nicht. Ja, Hammer. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Wer immer noch Ideen hat, wo noch welche gebaut werden können, immer her damit. Ich bin für alles offen. Wie gesagt, ich bin mehrfach schon unseren Hof abgelaufen, wo die Sachen hinkommen. Ja, unser Weizen ist tatsächlich noch nicht so weit, dass wir da ernten können. So sieht das aus. Wir haben die Aufträge in der letzten Folge von diesem Tag schon erledigt. Und ich würde ganz gerne, solange der Tag noch jung ist, das muss ich doch tatsächlich noch mal gucken, hier noch ein bisschen arbeiten. Das kann. Ich habe heute gelesen, dass die Emily die Eier nicht aus dem Stall holt, solange wir uns auf dem Hof befinden. Das kann natürlich durchaus sein, aber ich möchte hier tatsächlich noch mal ein bisschen, ja, Blümchen pflanzen. Da habe ich jetzt gerade mal wieder so noch mal Lust zu, einmal am Rand entlang ein paar Blümchen zu pflanzen. Nicht den gesamten Hof, da fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen die Lust. Das kann man vielleicht im Stream nochmal machen, damit ich mit euch chatten kann, beziehungsweise den Chat lesen kann, während ihr mit mir schreibt. Und diesmal wird es auch so sein, dass der Stream, wenn ich ihn bei YouTube hochlade, nicht in 1000 Folgen hochgeladen wird, sondern das war nur für die Vorproduktion für mich wichtig. Es ist ja schon ideal, dass man hier durch das Pflanzen der Blümchen das blöde Unkraut und das alles wegarbeiten kann. Und es würde auch richtig schnieke aussehen, wenn hier ein großes Feld wäre mit zum Beispiel Rosen. Aber das verbraucht halt eben auch viel Zeit, das zu machen. Also die Bilder, die ich gesehen habe, die waren schon enorm. Ja, Rex steht schon wieder da. Ach, der hat heute Morgen noch gar nicht. Siehst du, es ist kein Wunder, dass du im Weg stehst, ne? Und nochmal eine liebevolle Streicheleinheit. Ja, der Rex, der ist quasi am Verhungern. Rosenseeds wollen wir nehmen und pflanzen. Und dann soll es das erstmal gewesen sein, denn darüber bekommen wir ja auch unsere Sozialpunkte. Und ich möchte eigentlich, dass die Emily die Sachen aus den Ställen holt. Aber wie gesagt, ich habe gerade gelesen, das macht sie nicht, wenn wir uns auf dem Hof befinden und hier arbeiten. Dazu müssen wir uns vom Hof weg bewegen, was momentan ein bisschen schwierig ist, da wir außerhalb keine Aufträge haben.
So. Gegossen ist das Ganze, also werden wir schauen, was die Rosen uns bringen. Ja. Ich glaube, wir müssen selber ran, damit wir den nächsten Tag einläuten können. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge schon erzählt, was ich demnächst vorhabe. Also ernten werde ich selber und auch die Strohballen werde ich selber von unseren Feldern holen, da wir die ja selber nutzen. Da jetzt Eier übersehen? Nee. Das sind die Sachen, die ich definitiv selber machen werde. Grubbern lasse ich vielleicht sogar auch. Nee, grubbern nicht, pflügen, aber grubbern möchte ich tatsächlich selber. Und auch Mist möchte ich selber verstreuen. Heißt im Klartext, für unsere Nachbarn bleibt dann im Endeffekt nicht mehr so viel übrig. Das sieht schon besser aus, wenn da nicht so viel Unkraut ist, ne? Naja. Emily macht natürlich nichts, weil wir da sind. Die denkt sich auch, der Mann kann die Arbeit ruhig machen. Aber ich möchte natürlich auch wieder schlafen gehen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere Grubber- oder Pflügerauftrag demnächst wieder dabei. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich auch wieder alles mitnehme. Es sei denn, diese Felder befinden sich am Ende der Karte. Da bin ich dann da quasi nicht zu motiviert. Erst mit dem Mähdrescher, dann mit dem Grubber und mit dem Traktor und eventuell sogar noch mit Ballenpresse und so weiter dahin zu fahren. Innerhalb eines Tages dann die Sachen zu machen, bin ich nicht motiviert. Aber wenn es in der Nähe ist, gerne, kein Problem, würde ich den Nachbarn seine Felder tatsächlich ernten und grubbern und alles, was dazugehört. Aber das werden wir dann sehen. So, die letzte Kuh. Erledigt. So, dann können wir eigentlich schlafen gehen, liebe Emily. Wir schlafen dann mal wieder ein paar Stunden mehr am Stück. So. Gute Nacht, Marie oder Emily. Ich hoffe, du hast gut geschlummert. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Repariere ein Gebäude. Transport. Liefere 7 würzige Kürbissuppe. Und Transport. Ja, ich würde sagen, wir gehen dort als erstes hin. Die würzige Kürbissuppe kriegen wir auch hin. Bushaltestelle dort. Ich bin ausgeruht und fühle mich fit. Das wüsste ich. Ich vergehe gerade hier unter meinen Kopfhörern. Ausgeruht und fit sieht da ein bisschen anders aus. Einmal quer übers Feld. Wieder sehr, sehr komisch gepflanzt hier. Ah nee, das ist grün. Ach, das ist das? Okay. Ja, ich glaube, das sieht hier nach unserer Arbeit aus. So wie das aussieht, haben wir hier geschuftet. Nach den Rillen zu urteilen. Naja, was soll's. Die wollten, dass wir das pflügen. Das haben wir gemacht. Wir sind gute Nachbarn. So, wer ist denn da? Landon, Landon, Landon. London, nee, London. London möchte, dass wir ihm ein Gebäude reparieren.
Sag mal nett, wir brauchen keine Schränke, wir legen alles Hallo. in den Boden. Hallo. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Was denkst du? 450 nehmen wir an. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Wir werden sehen und hadern der Dinge, die da kommen. Aber ich glaube, da kommt nicht viel. Tü, 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 da kam nicht viel. Es ist alles fertig, so wie schon erwartet. Er hat in der Zeit noch nicht mal wieder sein Besen ausgegraben. Danke. Er hat ihn gleich vergraben Hier ist etwas lassen. Für dich. Das sind 450 Euro und 900 Sozialkonto. Ja, das war jetzt eine leichte Aufgabe. Transport, Kürbissuppe. Und hier haben wir auch einen Transport. Ich würde sagen, wir gehen zuerst zur Kürbissuppe. Jetzt habe ich wieder vergessen, wo die Bushaltestelle ist, aber die war ja nicht so weit weg. Oder? Da hinten ist sie, ich sehe sie schon. Ich werde jetzt natürlich nicht die 2500 Meter noch laufen. Definitiv nicht, das dauert zu lange. Ja, schnell mal einen Schluck Kaffee schnabulieren. Oh nein, der Kaffee ist nicht heiß, sondern eher abgekühlt. Wir wollen dorthin. Bushaltestelle, diese, jene, welche. Damit haben wir einige tausend Meter abgekürzt. 400 Meter noch in diese Richtung. Ja, der Sigi hatte noch mal geschrieben, wir werden den kleinen Lindner auch noch brauchen, damit wir mit dem durch den Kuhstall fahren können. Und wir sollten uns doch unbedingt den Jack Beer in die Stadt stellen. Ja, das werden wir über kurz oder lang auch machen. Also den Jack Beer in die Stadt stellen. Aber ob wir uns den kleinen Lindner holen oder nicht, kann ich jetzt bei diesem, zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Denn wir müssen erstmal die nächsten Ernten abwarten. Brandon. Brandon zwischen den Sonnenblumen. Rede mit mir. Oh, bist du es wieder? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ich sterbe für etwas Kürbissuppe. Würdest du mir eine kaufen? 367, das machen wir. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Danke. Hier ist etwas für dich. So sieht das aus. So, dann können wir jetzt zum nächsten Auftrag wandern. Das wäre hier der Transportauftrag. 300 noch was Meter in diese Richtung. Und auch dieses Feld habe ich gemacht. Eiderdos, was für eine schlechte Arbeit. Carter. Carter, Carter. Der steht hier rum. Guten Tag. Guten Morgen. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige.
Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. 421. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Wir müssen hier aber schleunigst die Pforte zumachen, sonst passieren hier wieder Unfälle. So, wir müssen. Wohin? Da oben hin, dein Ernst? Oh Gott, nee. Wo haben wir denn jetzt hier eine Bushaltestelle? Gar nicht. Oder? Straße runter, ne? Straße runter ist die Bushaltestelle. 300 Meter. Oh Gott, oh Gott. Das artet ja hier richtig in Lauftraining aus. Naja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mittlerweile bin ich ja tatsächlich ein bisschen faul geworden, was das Laufen betrifft. Da bin ich tatsächlich mit dem Traktor besser unterwegs. So. Müssen wir erstmal so gucken. Wir wollen zu dieser Bushaltestelle. Da wollen wir hin. In diese Richtung. Oder waren wir doch gerade, oder nicht? Na gut, wir flitzen dahin. Ist ja kein Problem. Ja, wir haben in der Zwischenzeit schon den einen oder anderen Taler wieder verdient, was unserem Bankkonto auch echt gut steht. Natürlich nicht. Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher, hier ist es. Jo, vielen Dank. Chef zahlt. Jetzt müssen wir wieder hier unten hin. Also zurück zur Bushaltestelle. Das ist doch echt nicht mehr schön. Diese Rennerei ist echt nicht mehr schön. So, da wollen wir hin. Das Sternchen können wir wegmachen. Oh, nochmal die 400 Meter nach oben. Und dann haben wir quasi schon wieder nur noch einen Auftrag zu erledigen. Was mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig ist. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. Die Größenverhältnisse stehen ja auch wieder. 421 Euro und 842 Sozialpunkte. So. Bei dem letzten Auftrag machen wir uns das ein bisschen einfacher. Denn wir haben ja diesmal hier einen Auftraggeber in eine andere Richtung. Mal gleich mal kicken, wie für wer hier wo. Was, wieso und warum. Hier ist keiner.
Ernsthaft? Ernsthaft? Tag. Guten Morgen, mein Freund. Oh Gott. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Hört sich gut an. Du kaufst die großen Pakete und verkaufst die kleinen Pakete weiter. Habe ich schon längst mitgeschnitten. So, wo müssen wir denn auf der Karte hin? Wahrscheinlich irgendwo ganz oben. Na hurra, welch Freude. Ja, so werden wir es tun. So werden wir es machen. Wir werden jetzt hier ein Sternchen hinsetzen. Und dort werden wir mit unserem Jack Beer. Ups. Hindüsen. Den werden wir dort abstellen. Welch seltsames, seltenes Geräusch in meinen Ohren. Das knattert so richtig schön. Dann haben wir dort auch eine Adresse, wo wir auch ohne Bus reinspringen können. So. Nicht in die Ente reinfahren. Fahren einmal über die Schienen so, ich würde sagen, hier noch ein bisschen weiter, ne, könnten wir unseren Traktor platzieren. Ich denke mal, hier steht er gar nicht so verkehrt und von hier aus ist dann jeder Weg nicht mehr so lang. Wie man sieht, gerade 300 Meter. Das sollte sich dann ausgehen. Da kommen wir nicht raus. Ach je, ach je, ach je, ach je. Dann gehen wir so rüber. Und hepp. Erledigt. So, wer ist denn da jetzt? Wer hat hier was für mich? Ich bin leicht verwirrt gewesen gerade. Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher, hier ist es. Gut, das haben wir. Dann können wir in der Karte wieder runterspringen. Die Arbeit zum Runterlaufen mache ich mir jetzt nicht. Und gib das riesengroße Paket. Ab. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke, hier ist etwas für dich. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank
563 Euro, 1126 Sozialpunkte. Ja, ich glaube, damit haben wir heute schon wieder unser Soll erfüllt, was unsere Aufträge betrifft. Ja gut, dann müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen und... Ja, was machen wir? Wir essen. Beziehungsweise wir trinken Dosenmilch. Ja, da war gerade gar kein Geräusch zuzuhören. So, ein bisschen noch gießen, damit das alles schön im grünen Bereich ist. Ich glaube, das war's schon von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da oder auch einen lieben Kommentar. Abo-Button kennt ihr schon, habt ihr schon. Wenn nicht, rechts unten ist noch das zu sehen, dass ein Abo abonniert werden kann. Ich weiß nicht, was meine Frau da gerade macht, aber was macht die da? Na gut, ich verabschiede mich bei euch und sage ciao und bye bye.